Herzlich willkommen zurück bei den Super Diablo Smashers. Oder war das ein anderes Spiel, mit dem ich das gerade verwechsel? Mit dabei ist natürlich wieder der Shadowrunner. Das bin ich. Und meine Wenigkeit. Der Becken Lorange. Ja, du bist hier leider immer noch ein wenig abgehackt, aber solange es nur deine Stimme betrifft und nicht das Spiel, ist das sogar vielleicht ein Vorteil für unsere Zuschauer. Und Danke dann für die schauen Blumen. Ja, sehr gerne. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass sich das in Kürze wieder normalisieren wird. Aber rein von der Technik scheint das heute nicht so unter Tag zu sein. Und ich sehe, du hast da ein paar Freunde hinter dir. Ja. Ja, hier ist es auf jeden Fall gerade ein wenig voller mal. Bisher hielt es ja noch sehr in Grenzen, aber es wird langsam doch ein wenig dichter. Ja, und wir suchen hier anscheinend jetzt diese komplette Map ab, bis wir irgendwann mal die Höhle der Katra finden können. Ja, aber das ist ja normal. Ich meine, da gibt es ja unterschiedliche Methoden, mit denen man sowas angehen kann. Ja, die bekanntesten sind außen rumgehen und die andere ist Zickzack laufen. Ich sehe hier oben eine Höhle. Die Höhle der Kasra. Das ist doch wunderbar. Bevor wir da reingehen, da ich gerade eben, also du kannst sonst gerne schon mal reingehen, ich bin gerade Level 16 geworden. Nee. Ja, da bin ich noch nicht. Genau, ich guck gerade mal eben einmal ganz kurz. Ja. So, fertig. Wunderbar. Dann geht es ab in die Höhle. Düster, düster. Und wir müssen hier jetzt ein glühendes Schwertbruchstück finden. Da fallen erstmal ein paar Bäume vor Schreck um, als sie uns sehen. Und es gibt schon wieder mal neues Wissen, das wir uns anhören können. Ein dunkler Zirkel hat sich in Tristram gebildet. Und ich fürchte, ihre abergläubische Gewaltbereitschaft wird das Ganze... Tötet ihn! Noch nicht. Ja, ich breche natürlich wunderbar die Erklärung immer ab, indem ich irgendwo hinlaufe. Und hier ist Urik, der Seher, der böse draufhaut. Was an seiner Elektrizität liegt. Und er wirft auch noch ein paar Bomben. Und das neue Wissen werde ich ausnahmsweise jetzt mal weglassen. Weil dafür zu sterben ist jetzt nicht erstrebenswert. Das kann ich leider nicht tun. Und ich habe sogar gerade einen Cooldown auf meine Heiltränke. Aber da ist Urik jetzt auch weg. Noch ein paar Ads und das neue Wissen ist noch da. Wer bist du, dass du das nimmst, was mir gehört? Ich bin ein Kreuzritter. Dennoch, ich beanspruche es. Ich bin Magda und ich führe diesen Zirkel. Das Bruchstück ist mein. Das sehe ich nicht so. Dann soll es so sein. Lass die Spiele beginnen. Ja, hallo Magda erstmal. Ja, Magda ist eine sehr nette Zeitgenosse, so wie es mir scheint. Ja, vielleicht hat sie einfach heute schlechte Laune. Nicht genug Zorn. Gut gekämpft. Aber du wirst niemals das nächste Bruchstück in die Hände bekommen. Es ist dort niedergegangen, wo nur die Uralten wandeln dürfen. Ja, damit ist sie verschwunden. Aber wir haben hier das Schwertbruchstück, das ich auch einsammle. Und natürlich müssen wir damit wieder zu Kane zurückkehren. Ist halt die Frage, wollen wir eventuell noch kurz die Höhle erkunden? Nachher gibt es hier vielleicht noch unsagbare Schätze. Zum das Beispiel ist ein Stein, Teleporter zum Feld des Elends, ja. Ja, das finde ich eigentlich immer ganz schön. In dem Spiel gibt es ja meistens in diesen Höhlen, wo man sozusagen später raus muss, gibt es dann halt irgendwo diesen Teleporter. Ja, dass man nicht den ganzen Weg entweder zurücklaufen muss oder um rauszukommen Stadtportal und dann wieder neu anreisen. Das ist auf jeden Fall eine nette Sache. Ja, und hier waren die unheimlichen Reichtümer, die du mir versprochen hast. Genau.
Und zwei Truhen, aber kann ich ja nicht wissen, dass in diesen Truhen nur drin liegt. Ich denke, dann können wir doch uns gleich zum Feld des Elends teleportieren und von dort vielleicht dann das Stadtportal benutzen, weil mich dünkt, wir müssten hier später wahrscheinlich wieder hin. Also auf die Felder des Elends, um von dort dann weiterzukommen. Ach so, ja, das ist die Frage, ob wir wieder hier auf dieselben Felder zurück müssen. In Wirklichkeit willst du, glaube ich, nur noch ein paar Bäume fällen. Genau. Der Baum, mein Feind. Aber ich denke, genug geredet. Es geht erstmal in die Stadt zu unserem Kumpel Eckhard Kane. Richtig. Aber bevor wir die Quest abgeben, sprechen wir doch auch mal mit dem Fremden und hören uns an, was er für verschwundene Erinnerungen hat. Erinnert ihr euch noch an etwas anderes als euren Fall? Nur an Wogen aus Licht und eine Art Schmerz. Also an nichts. Die Leere zehrt an mir. Es ist eine Art ständiges Scheitern. Ihr habt nichts, woran ihr glauben könnt. Das Schwert wird euch helfen. Ja, das Schwert hat schon vielen Leuten geholfen. Und dementsprechend geben wir das erste Bruchstück jetzt auch mal bei Deckard ab. Okay, also teilweise ist die Questabgabe sehr seltsam, weil es gibt ja jetzt diese Questbelohnung, was dazu führt, dass der schöne Text sich nicht beendet. Und ich habe gerade auch, jetzt würden wir die nächste Quest bei Lea bekommen. Aber da wir ja jetzt ein erstes Bruchstück abgegeben haben und Deckard auch super interessante Sachen dazu erzählt hat, teilen wir das doch mal dem Fremden mit und sprechen mit ihm kurz über das Schwert. Ich spüre die Macht, die in diesem verzogenen Stück Metall schlummert. In der Tat, es fühlt sich vertraut an, obwohl der Rest noch immer unklar ist. Dies ist die Waffe eines Mannes mit festen Überzeugungen. War ich das? Was bin ich denn jetzt ohne meine Überzeugungen? Was auch immer ihr vergessen habt, ist nicht verloren. Es wird wiederkommen. Hoffen wir das mal. Und dann hat auch Lea jetzt ihre die nächste Quest für uns. Magda sagte, dass das nächste Bruchstück an einem Ort niedergegangen ist, den nur die Uralten betreten dürfen. Das erinnert mich an den überfluteten Tempel in der Nähe der schwerenden Wälder. Weißt du noch, wie du mir davon erzählt hast, Onkel? Exakt, Lea. Er war einst ein Tempel der Nephalem. Lea, dein Wissen könnte von unschätzbarem Wert sein. Du musst mit unserem Freund hier gehen und ihm helfen, das Schwertbruchstück zu finden. Die Nephalem waren in uralten Zeiten Menschen mit fantastischen Mächten. Die Legenden erzählen, dass sie in der Nähe des Tempels eine schreckliche Schlacht schlugen und dass ihre Geister noch immer miteinander Krieg führen. Ja gut, also müssen wir doch nicht in die Wälder zurück, sondern jetzt zum überfluteten Tempel. Ich schau mal gerade, du bist doch Zauberer, ne? Ja, da geht's aber auch zu den Feldern des Elends, um es mal eben zu erwähnen. Kannst du hier diesen gelben Stab brauchen? Oh ja, der ist in der Tat, der ist ein gutes Stück besser als mein Stab. Ja. Wunderbar. Ja, aber du hast recht, wir müssen tatsächlich zu den Feldern zurück, aber wir sehen zum Glück direkt, wo wir hin müssen, nämlich nach oben rechts. Und da ist aber ein Typ gerade erschienen. Ja, Odek, der Schlüsselhüter. Dazu natürlich jetzt auch noch gleich Waldwesen und da oben ist auch noch ein Seuchennest. Ich lass dir mal eben kurz den Spaß mit Oleg. Ja, der ist gerade nicht so lustig, weil wo er lief, da hinterlässt er Feuer und damit bin ich tot. Oh, das ist traurig. Wiederbeleben. Ich bin gleich wiederbelebt. Da stehe ich jetzt wieder und sollte versuchen, nicht die ganze Zeit im Feuer zu stehen. Aber das ist halt ungünstig, weil er die ganze Zeit wegläuft und ich automatisch immer ins Feuer latsche. Ich bin auch sofort bei dir. Ich habe jetzt das Seuchennest. Ja, das ist egal, weil ich bin schon wieder tot. Es ist halt jetzt ungünstig, dass ich alleine gegen den war. Ja, ich friere ihn jetzt so ein bisschen ein. Ja,
Ich kann ihm leider nicht folgen. Und der macht aber hier echt böse Schaden gerade. Und er läuft immer von mir weg und ich muss halt versuchen, von vorne an ihn ranzukommen, um nicht durch sein Feuer zu latschen. Ja, das waren dann direkt mal 2 Tode in einem Kampf. Aber es gibt hier einen ersten legendären Gegenstand für mich, und zwar eine Axt, die werde ich auch mal identifizieren. Und ja, eine Einhand-Axt Gen Saniku. Und hat vor allem, ihr beschwört manchmal einen geisterhaften Champion der Gefallenen, wenn ihr angreift. Sie hat zwar weniger Heilung, aber da sie legendär ist, ziehe ich sie natürlich an. Ja, das klingt in der Tat ganz nett, was du gerade gefunden hast. Ich hatte gerade, er hat für mich 2 goldene Gegenstände fallen lassen. Und die habe ich auch beide angelegt, weil sie im Endeffekt doch beide, denke ich mal, besser sind als das, was ich momentan trage. Wir haben ja noch eine kleine Gruppe, die sich vor diesem Haus versammelt hat, wo ich oben schon eine Truhe für uns glitzern sehe. Genau, die wird auch erstmal gleich geöffnet. Richtig. Aber nichts wirklich Besonderes drin. Und wir müssen immer noch weiterhin nach rechts, weil es da anscheinend den gefluteten Tempel gibt. Und hier ist das Tagebuch eines Schuftes für uns. Nach langem Suchen habe ich eine vielversprechende Fährte gefunden. Eine Familie in der Nähe von Neutristram hat eine wertvolle Reliquie in ihren Besitz gebracht. Und die armen Narren haben nicht die leiseste Ahnung, was sie damit anstellen sollen. Ich hingegen habe bereits eine Ahnung, was ich mit ihrer Tochter anstellen werde. Und sie wird mir zu meinem Lohn verhelfen. Dann hoffe ich mal, dass dieser Schuft, dass wir dem niemals begegnen werden. Ja, sonst werden wir ihm zeigen, was ich gehört und was ich nicht gehört. Bitte helft! Sie versuchen, meine Freundin zu töten! Kommt mir die Stimme gerade nicht bekannt vor. Ach so, ein bisschen. Und er heißt auch Schuft. Dann sprechen wir doch mal mit ihm. Was wollen Sie von eurer Freundin? Sie ist nur eine Bauerntochter, Sascha, mit der ich zufällig bekannt bin. Aber sie besitzt eine Reliquie, hinter der die Diebe her sind. Ich mag diesen Typen nicht. Aber dann schauen wir uns doch erstmal hier um. Ja, eine hübsche Frau. Die Reliquie gehört ihr. Ihr glaubt tatsächlich, was euch dieser Schuft erzählt? Na schön, ihr Narren. Wir werden euch beide töten. Ja, da haben wir jetzt die Wahl zwischen einem Schuft und Banditen. Ich tausche eine schlechte Möglichkeit gegen die andere. Ja. Und hier und ist ein Siegel-Halsabschneider. Genau, ein Meuchelmörder der Diebesgilde. Aktuell läuft er aber nur vor mir weg. Ja, ich habe ihn also mal ein bisschen eingefroren, kurz. Da habe ich halt leider mal ein bisschen mehr Abklingzeit drauf. Aber da ist der Halsabschneider auch schon weg. So, dann ist er gestorben, während ich noch einen verfolgen wollte. Und dann möchte auch der Schuft direkt mit uns reden. Ich habe sie versteckt, wie du wolltest. Vater ist misstrauisch geworden. Aber das spielt keine Rolle, sobald wir erst einmal verheiratet sind. Bald ist es soweit, oder? Natürlich, mein Schatz. Schon bald werden wir uns gemeinsam niederlassen und ein ruhiges Leben führen. Die Felder bestellen und Belger, Kinder großziehen. Aber erst muss ich diese Reliquie verkaufen. Doch leider muss ich dafür mit meinem Freund hier fortziehen. Ihr wollt euch dem Kreuzzug anschließen? Es ist ein steiniger Pfad. Ja, schon klar. Der Pfad ist steinig und so. Wollen wir dann? Oh, ich mag den Typen nicht. Dieser arme Sascha. Das Relikt ist eine Fälschung. Bei den Göttern, ich hätte es wissen müssen. Nun ja, ihr seht so aus, als könntet ihr Hilfe gebrauchen. Und ich will bestimmt nicht hierbleiben. Darauf könnt ihr Gift nehmen. Müssen wir denn mitnehmen? Ich glaube, es führt nicht viel dran vorbei. Wir kommen nicht drum herum, meine ich. Na gut, dann nehmen wir ihn halt mit. Oh, da war wieder ein Hühnerstall.
Betonung liegt auf wahr. Ja, immer die armen Hühner. Hier ist wieder eine Kiste. Mit ein wenig Plunder drin. Und wenn du hier Hühnerhaufen kaputt machst, dann klopfe ich halt auf irgendwelchen Steinen rum. Und der Schuft will schon wieder mit uns sprechen. Der geht mir langsam auf die Nerven. Und was wird aus eurer Verlobten? Verlobte? Sehe ich aus wie jemand, der heiraten würde? Übrigens, ich bin Lyndon. Ja, Lyndon ist der zweite Begleiter, den wir dabei haben könnten, wenn man nicht zusammen in der Gruppe unterwegs ist. Er ist so eine Art Fernkämpfer, schießt halt mit Armbrüsten und Bögen. Ist also quasi ein DD, den man mitnehmen kann. Und hier unten ist Alaric. Du musst Alaric der Wächter sein. Onkel Deckard hat mir von eurer ewigen Wache über diesen verfluchten Ort erzählt. Ich dachte, es wäre nur eine Legende gewesen. Seid ihr Nephalem? Nein, es gibt seit einem Jahrtausend keine Nephalem mehr. Ha, also eine weitere Legende. Ihr wollt diesen Tempel betreten, was nur dem Nephalem gestattet ist. Wenn ihr die Schlüssel aus ihren Ruhestätten in der Nähe holen und sie zur Öffnung der Tore verwenden könnt, dann werden wir sehen, wer und was ihr wirklich seid. Folgt mir. Ich hebe die Brücke an, damit ihr sie überqueren könnt. Ja, selbstverständlich. Das wäre ja auch zu einfach gewesen, hier einfach in den Tempel zu gehen. Und bevor wir über die Brücke gehen. Ja. Zu unserem heiligen Tempel. Warten wir erstmal genau, bis er fertig ist mit Reden. Und bevor wir die Brücke gehen, müssen wir euch, also da müssen wir euch leider auf die nächste Folge vertrösten, wenn wir in den schwerenden Wäldern unterwegs sind und die Schlüssel für die Krypta suchen. Für den überfluteten Tempel, aber es kommt auch selber hinaus. Ja. Und ja, bis zur nächsten Folge. Bis dann.